Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Center Station Simulator. Heute möchte ich mal nicht so exzessiv hier bei den Pflanzen rumwurschteln. Es bleibt natürlich nicht aus, also ich muss hier heute auf jeden Fall noch was machen mit den Pflanzen, sei es ernten oder sei es oben einräumen. Aber was eigentlich am wichtigsten ist, ist das Update, was jetzt gekommen ist gestern. Und da gibt es zwei sehr tolle Neuerungen. Die eine Neuerung, die ich sehr toll finde und wo ich ja drauf gehofft habe, das ist die bei der Produktion. Man kann jetzt zum Beispiel Stromkabel, kann man jetzt entscheiden, wie viele man herstellen möchte. Also ob ich jetzt nur eine herstelle oder fünf herstelle. Sagen wir mal, wir wollen jetzt drei Stück herstellen und drücken auf Herstellung, dann haben wir hier die drei Spulen schon als Blueprint hier und können dann eigentlich nur noch zack, zack, zack die drei Kupfer draufschmeißen und dann ist gut. Also das finde ich hervorragend. Natürlich nicht bei den großen Sachen, da natürlich jetzt nicht, aber sowas wie jetzt die elektronischen Karten, die Motoren, also die Sachen, wo man häufiger braucht. Ich weiß jetzt gar nicht, Kairim nicht, nee. Wo? Da wäre es jetzt halt vielleicht noch ganz nett gewesen, irgendwie bei den Solarpanelen für die Leute, die sehr viele Solarpaneele bauen. Hier gibt es auch, dass man gleich mehrere erweiterte Karten herstellen kann. Wobei, ich muss ja erst einmal 10 von den elektronischen Karten jeweils herstellen. Das ist ja auch noch das Nächste. Und wir brauchen ja für den Dosen-Dingsbums hier, brauchen wir irgendwo eine Elite-Karte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo. Das ist die Lagerbörse, das ist die andere Neuerung. Also irgendwo brauchen wir auf jeden Fall den. Das ist ja auch total egal. So, jedenfalls das andere sind dann diese Teile hier, Lagerbörse, das Gestell und Lagerbörse, Reservoir. Das ist quasi das nächste Update, was es gibt. Ich gehe jetzt da nochmal raus und zwar ist das oben. Ah, okay, also die Info passt. Ich habe jetzt da nämlich mal nur Gold reingeschmissen, also die fallen dann irgendwann um, die Barren. Die verschwinden jetzt nicht irgendwo im Nirvana. Was ich auf jeden Fall schon mal gut finde. Dann kann ich das Zeug nämlich auch gleich mal da vorne mit drauf packen. Ich muss ja so langsam mal den Erzpunkt frei machen. Sind da noch welche drin? Sehen tue ich jetzt nichts, ne? Achso, es könnte sein, dass ich nur die 36 hatte, ja. Das kann natürlich sein. So, das ist im Grunde auch Überschussware, wenn man so will, ne, was da vorne jetzt nicht hingeht. Wobei das ja alles hier noch verschwinden wird. Ich werde auch noch den Schmelzer umbauen. Ja. Ich damit gefüllt mit Kugeln. Bleibt da. Schmeißen wir gleich das nächste rein. Also laufen tut er jetzt halt aktuell nicht, die Erzdingsbums hier. Außer Kohle und Silber. Die zwei laufen jetzt wieder konstant, weil ich schon gemerkt habe, also die Kunden, die kaufen da oben so viel von der Kohle wieder ein, dass ich da wieder Kohlenachschub gebraucht habe. So, dann gehen wir mal nach oben. Ja, nimm mal mit. Ja, können wir auf jeden Fall reintun. Jetzt weiß ich nur nicht, wenn ich jetzt den porte, ob ich dann den richtigen erwische. Ich möchte gern den hier. Ich weiß, es ist ein wenig umständlich, hätte man den jetzt auch porten können, aber ist egal. So, hier habe ich schon aufgefüllt, aber da ist schon wieder einiges weg. Also ihr könnt euch ungefähr denken, wie lange ich jetzt halt schon hier dran sitze und wieder am Rumrödeln bin. Dass die Paletten waren zum Beispiel leer. Auch beim Zement war es schon ganz unten. Also ich mache schon eine Zeit lang jetzt gerade. So, wir haben 2000 Dollar. Entschuldigung. Und zwar kann man jetzt hier... Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das genau funktioniert. Das muss ich erst einmal rausbekommen. Verlassen nehmen. Weil man kann ja diese Reservoirs bauen. Aber ich glaube, das muss ich freischalten. Das muss ich, glaube ich, erst freischalten am Dingsi hier. Rufen 50% der Zeit. Das da wäre auf jeden Fall eine Erweiterung, die gut ist. Aber ich möchte jetzt erst einmal die andere noch schauen. Entsperren.
Hier, dieses hier. Lagerbörse. Okay. Entsperren wir halt mal. Also ich weiß, unten wurde sie schon angezeigt. Ich bin mir nur nicht sicher. Also ich mache das lieber mal. Ich schalte die lieber mal frei und dann bauen wir sie. Und vor allem, wir gucken mal, wo das Ding dann hinkommt. Also, hier brauchen wir 5 Eisenbahnen. Das ist jetzt kein Thema. 1, 2, 4, 5. Okay. Kann ich die eigentlich dann hier auch irgendwo? Ich glaube, die war nach den Kugeln, ne? Hier. Lagerbörse. Die kann ich. Ach, die kann ich hier ab. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich die hier aufstellen kann. Ich habe gedacht, die muss ich draußen aufstellen. Na gut, einfach mal ausprobieren, ne? Schadet ja nichts. Brauchen werden wir es auf jeden Fall. 8 Aluminium und 3 Eis, Silber. Und 8 Aluminium. Schauen wir mal, ob ich da hinkomme. Jawohl. Sechs, sieben und acht. So. Okay, und das muss dann jetzt den Platz erweitert haben, oder? Ah, genau. Also jetzt passen 300 Erze rein, anstatt 250. Also man kann sich dieses Ding hier. Jetzt ist nur die Frage, kann ich das oben hinstellen? Weil eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn ich es oben hin platziere, oder? Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Das muss ich wahrscheinlich unten platzieren. Naja, dachte ich mir. Wobei es ja hier wesentlich sinnvoller wäre, ne? Vor allem, wir haben hier ewigs Platz. Ich kann da 10 solche Dinger hinstellen, 20 solche Dinger hinstellen. Ganz egal. Aber nee, ich kann die nur da unten hinstellen. Na gut, einen zweiten werde ich auf jeden Fall noch machen und dann werden wir dann auch einmal die Maschine anschmeißen. Die stelle ich natürlich noch um, ne? Ganz klar. So, 8 Aluminium, 3 Silber. Okay, Aluminium habe ich ja noch so viel. Dann passt es ja. Welche Richtung ist kürzer? Egal, ne? 3, 4, 6, 7 und 8 und 3 mal Silber. So, und dann brauchen wir noch das Gestell. Das Fahrgestell. 5 Eisen. Na komm. 2, 3 und fertig. So. Also haben wir jetzt 350 Platz. Jawohl, 350 Erze. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das könnte ich da hinten, glaube ich, bei den Bohrern vielleicht mit reinmachen. Glaubt, es wäre nicht verkehrt. Ne? So, im Übrigen, ich habe jetzt das mal gemacht und zwar mit den Bildern. Da habe ich ja schon gesagt, wenn man ein Bild auswählen will dann, und das, man das anklickt, dann wird ja immer eine Internetadresse im Grunde abverlangt. Und ich habe jetzt halt auf dem Discord-Server, auf unserem Discord-Server, habe ich jetzt halt mal nochmal eine Rubrik hinzugefügt. Also es gibt quasi den einen Reiter Center Station Simulator und genau drunter ist dann Center Station Bilder, wo man sich dann auch Bilder abgreifen kann. Also ich habe im Grunde einfach einen Screenshot gemacht von den Dingen hier, habe das bearbeitet, dass es eine Größe von 1980 mal den 1920 mal 1080 hat und dann kann man das einfach hier einfügen. Also wer die Bilder nutzen möchte, auf dem Discord-Server stehen die zur Verfügung. Und ich werde natürlich noch so das ein oder andere Bild machen. Und wenn ihr auch Bilder hinzufügt, freue ich mich genauso. Ja, man muss halt ein bisschen durchscrollen. Das ist halt das Blöde, ne? Es gibt in Discord halt leider keine Ordnungsmöglichkeit, dass ich sage, ich lege in einem Ordner nochmal einen zusätzlichen Ordner an. Also dass ich dann Kategorien mache nach Motoren, Erze, Maschinen. Ach, keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bilder zu machen. Aber gut, das muss ja jeder für sich wissen, ne? So, dann würde ich sagen, stellen wir die zwei Lagerbörsen hier hin.
wenn du irgendwo mal grün wirst. Okay, du da kannst gar nicht so weit an die Wand. Okay. Du musst ganz schön frei stehen. Noch eins. Und jetzt passt du da nicht. Oh Mann. Jetzt passt der da nicht hier. Hallo, wirst du auch irgendwann mal grün? Da geht jetzt weiter hinter. Warum geht er jetzt da weiter hinter? Oder kommt mir das nur so vor? Nee, das kam mir nur so vor. So, dann zerlegen wir die zwei Dinger wieder. Auch nicht schlecht. Nice. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass ich die eigentlich komplett in dem Karton wieder habe. Aber gut, das Update kam jetzt halt auch erst. Das hat er vielleicht jetzt noch nicht geschafft, gemacht, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man die in Zukunft dann irgendwie abbaut, dass die dann auch in einem Karton sind, so wie die ganzen anderen Sachen. Müssen wir halt jetzt viermal hin und her, aber das macht ja nichts. Ich möchte die Dinger da hinten drin stehen haben. Ja, vielleicht gehe ich da auch nochmal in die Tiefe um ein Feld. Wegen den Bohrern. So. Dass wir hier einfach nochmal eine Wand rausnehmen, wo wir dann die Bohrer hier nach hinten hin versetzen. Ich weiß ja nicht, wie weit. Jawohl, das ist nur das eine Feld, ne? Aber trotzdem, hier nochmal eins raus und dann passen nämlich hier auch Bohrer hin. Die muss ich sowieso alle noch bauen. Jedenfalls läuft jetzt. Ups. Läuft jetzt. Da gab es wieder einen Bildhänger anscheinend. So, ich habe ja schon ausgebaut bis Kobalt, ne? Wir können auf jeden Fall starten. Ja, das dachte ich mir, dass der Strom jetzt nach oben geht. Öl aktuell passt ja noch. Da waren wir, glaube ich, auf 100, ne? Ja, ich sammle lieber. Ich sammle lieber das Geld noch, die 1000 für dieses andere Upgrade. Und also, dass der Rohofen schneller geht. Und würde sagen, dass ich dann mal über die Sache geht, die ich vorhab oder vorhab. Okay, und zwar möchte ich einen Raum schaffen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie weit ich da noch rein kann, aber ich möchte einen Raum schaffen, wo mindestens zwei Rohrofen drin stehen. Und da bin ich jetzt echt noch am Überlegen. Die Rohrofen, ihr seid mega groß. Ihr seid wirklich mega mäßig groß. Ich muss wahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt so anschaue vom Platz her, das sind auf jeden Fall zwei Felder, oder? Von der Breite her. Boah, mehr. Also da braucht man auf jeden Fall drei Felder, um so ein Ding hier hinzustellen. Mach zu. Dann schnappen wir uns mal. Das Material hier. Dass das wegkommt. So, wie viel Silber habe ich hier schon drauf? Eigentlich ist, warte mal, tun wir da drüben auch was drauf. Das ist ganz egal, an welchem Tisch ich stehe, ich immer das Material habe. So, da gleich nochmal eine rein. Dann holen wir uns mal den Beton. 1, 2, 3, 12, das wären jetzt zwei Wände. Ich kann gerade mal drei Wände herstellen. Da frage ich mich jetzt auch schon wieder, warum ist denn das eigentlich eine ungerade Zahl, wenn ich immer zwei rein tue? So. Jetzt. So, ich würde nämlich gerne. Da ist jetzt wieder die Frage, wie mache ich es, ne? Also links wird eingegeben, rechts wird weggenommen. Also würde ich sagen,
ungefähr drei Felder. Wo sind denn ungefähr drei? Ich glaube, ist zwei Felder ja auseinander. Das ist das dritte. Das würde heißen, an der Wand hier hinter der Maschine. Mein gut, ihr seht dann schon, was ich machen werde. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Ja, ich möchte jetzt auch nicht die Maschine noch nicht wegbauen. Die kann ich eigentlich noch mal laufen lassen, weil bis die Wand fertig ist, kann das hier weiterlaufen. So, kannst du den jetzt mal richtig hinstellen? Dankeschön. So. Ja, also ich weiß, es ist umständlich. Aber ist mir ja egal. So, unten die Nummer 6. Wunderbar. Komme ich jetzt mit der Kugel hier rum? Ja, gleich noch wunderbarer. Okay, hier haben wir das Problem mit einer gemauerten Mauer. Aber das sollte kein Problem sein, weil ich möchte in die Richtung hier gehen. Ja. So, bleibt bitte stehen. Das hasse ich auch, ne? Wenn du den Eimer nehmen willst und hast dann plötzlich die Kugel in der Hand. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Ihr schmeißt euch da was drauf, wollt es nehmen und plötzlich nehmt ihr die Kugel. So, genau. Und da muss dann eben nochmal. Das muss ich dann ausprobieren. Es muss auf jeden Fall nochmal eine Wand raus. Aber ich will einfach dann mal sehen, wie das ist. Oh, wunderbar. 3, 4, 5, 6. Dann können wir gleich die nächsten reintun. Nein. Holen wir halt mal schnell einen Zack. Ist ja jetzt egal. Hauptsache, es steht einer hinten. Oder wir machen erst einmal das Ding. Und dann nehmen wir gleich die Palette mit. Nein, bleib stehen. Es kommt immer darauf an, wie man den Boden erwischt, ne? Mit der Kugel. Immer die Neigung entscheidend, wie man diese Kugel absetzt. Weil wenn ich jetzt das von oben mache, dann kullert sie. Wenn ich das von hier mache, dann bleibt sie manchmal stehen. Wenn ich zu hoch gucke, dann rollert sie weg. Also das ist. So, nehmen wir die gleich mal mit. Nein, mitnehmen. Und vielleicht eine ungerade Zahl, dass wir das wieder ausgeglichen haben hier. So, weg damit. Rein damit. Dann Wasser, dass es das gleich wieder weiterläuft, ne? Vielleicht schaffen wir das ja heute sogar. Lass die mal da. So, dann lassen wir da hinten vorne mal die Maschine laufen. Genau, und dann wollte ich die Erzschmelzer, deswegen habe ich nämlich hier jetzt diese Palette weg, die Erzschmelzer wollte ich da herstellen. Also nicht nur einen, sondern ich möchte tatsächlich zwei machen von diesen Gießereien. Okay, da ist der Button. Jetzt muss ich dich nur gerade hinbekommen. Doch, das passt schon so. Dann so nah ran an die Wand wie möglich. Ist jetzt nicht ganz doll, aber passt schon. So, du kommst dann hierüber. Der steht schöner da. Naja, das sieht man nicht. So, weil dann kann ich da nämlich immer zack, zack, zack das einsammeln, kann es auf die Paletten schmeißen. Und ich habe überlegt, ob ich den Erzzugang nicht hierher mache. Aber wenn ich den jetzt, glaube ich, hierher mache, dann komme ich nicht mehr an die Barren dran, ne, wenn die rausfallen. Ja, die Idee war da, ne?
dass ich das jetzt so mache. Aber dann komme ich da hinten wahrscheinlich nicht mehr sauber hin. Naja, gut. Mach die nochmal weg. Vielleicht stelle ich die auch noch ein bisschen auseinander. Dass ich versuche, die möglichst auf der Seite bündig zu haben. Hier im Grunde dann so ein Stück raus. Und dann sollte das doch gehen. Oder hier vielleicht mit der Seitenwand bündig. Ich bin ja immer noch gespannt, ne, was hier coming soon ist. Ja, das passt doch. Dann eben hier, dann da nochmal den. Passt. Strom muss ich auch wieder bauen, wie man sieht. So, und den Erzzugangspunkt dann hier. Ja, und dann komme ich doch da auf jeden Fall schöner hin. Und dann ist das eine schöne Gruppe hier zum Arbeiten. Dann kann ich immer doppelt gleich das Zeug schmelzen lassen. Das ist doch nicht schlecht. So. Seid ihr durch? Ne, da ist noch was drin. Das ist gut. So, nehmen wir uns einmal hier die Hälfte der Palette mit. Oder fast die ganze. Weil da oben mit Sicherheit schon wieder einiges fehlt. Oh, nicht einmal so viel. Bretter, Zement. Deswegen möchte ich nämlich auch den Zement jetzt mal dann erweitern. Kugel da lassen. Halt. Rechtsklick und hier mit E. So, dann könnt ihr wieder laufen. Wir bauen da vorne weiter. Da bräuchte man schon fast ein Fahrrad, oder? Um von A nach B zu kommen. So, genau, stell das mal erst da ab. Einfach mal, um zu testen, wie das hinhaut mit der Maschine. Wieder das Falsche, ne? Hier, da haben wir den Rohrofen. Ne, falsch rum. In die Richtung, bitte. So, gerade müsste es... Ist das jetzt gerade? Oder das? Ui. Moment. Ich glaube, das ist gerade, oder? Ja, doch. Passt. So, dann schauen wir mal, wo es hier grün wird. Vielleicht ein bisschen her zu mir noch. Mir geht es nämlich darum, dass ich hier da hinten hinkomme zum Eingeben und dann, wenn die Sachen fertig sind, dass die dann hier vorne sind. Deswegen möchte ich auch nochmal eine Wand machen. Bleib da. Fang. So. Und dann nochmal und dann daneben dann quasi nochmal eine Maschine. Da ist jetzt dann nur die Frage, im Grunde sollte es egal sein, wo ich die Paletten mit den Rohstoffen hinstelle. Die könnte ich vielleicht hier sogar dazwischen stellen, weil die beladen kann man sie ja von jeder Seite. Ne? Weil wenn ich jetzt halt hier Sand ist voll, wenn ich jetzt halt hier Kiesel reintun will, dann kann ich die ja auch hier vorne reintun. Also da muss ich ja nicht da hinten am Display sein. Geht natürlich auch, ist klar, aber ich darf auf jeden Fall nicht den Strom anmachen. Ich denke mal, dass die Container auch einen Saft brauchen. Wie viel sind sie noch? Einer noch, ne? Ja. Machen wir gleich noch Ton mit rein. Einschalten, das ist auf jeden Fall nett. Weil sonst haut sie den Strom raus. Deswegen muss ich auch nochmal Motoren machen. So, dann Kugel hast du vergessen.
Nimm gleich Zement mit. So, tun wir mal hier noch 4 Stück drauf. Und den Rest, den packe ich nach oben zum Verkauf. Schon wieder so viel Bretter raus, ne? Auch das Obst und Gemüse, das geht so schnell. Das ist echt der Wahnsinn. So, dann würde ich sagen, muss ich jetzt dringlichst Motoren bauen. Da komme ich nicht drum rum. So, von daher. Electricity. Den hier. Einfach da mal hinpacken. Aluminium habe ich jetzt halt leider nicht allzu viel da. Es wäre jetzt auch schön, wenn man da mehrere machen könnte, ne? Nicht Eisen, Aluminium bitte. Oh, geht aber gerade noch mit dem Strom, ne? So, dann können wir, während das Ding läuft, können wir eigentlich gleich mal gucken, dass wir die Sachen machen. Eisen, Kupfer, ein Stromkabel. Eisen, Kupfer, ein Stromkabel. Dann Eisen und Kupfer. Na, du wirst doch jetzt wohl fertig sein. Weil durch das, dass ich ja 8 Bolzen machen muss, das dauert natürlich auch, ne? So, dann das kleine. Aluminium müsste ich eigentlich noch hier drin haben. Können wir gleich mal die nächsten 20 durchlaufen lassen. So. Nimmst du die Eisen gleich weg? Silber meine ich. Tue ich jetzt mal schnell hierher. Ah, du bist voll. Ist in Ordnung. Achso, dahin. Und? Dankeschön. So, Alu hätte ich holen sollen, dass ich da weitermachen kann. Ja, die Fräse muss ich auch noch umstellen hier. So, Nummer 1. Dann brauchen wir den hier. 5 Eisen, 2 Aluminium. Okay. Nein! Bitte bleib stehen. Danke. Holen wir uns einmal Aluminium hier, weil da brauchen wir ja doch jetzt halt einiges. So. Wunderbar. Bist du fertig? Jo, erste Bolzen ist fertig. Und los geht's. Dann Aluminium. Ja, suboptimal für Motoren bauen, ne? Sehr weit weg. Ach, du bist schon fertig? Hä? Hatte ich da schon einen drauf? Ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann noch den Keilriemen. So. Fertig? Nee. Dauert noch. Okay, aber auf jeden Fall, das muss laufen. Und die Dinger muss ich ja dann auch noch machen. Da brauche ich zwar nichts aus der Fräse, aber wie mache ich denn das? Eigentlich stelle ich es ja immer daneben. Ich brauche ja nur noch eins, ne? Weil das Ding baue mir ab und dann baue ich das da hinten hin, aber ich brauche trotzdem die Teile für. Wo bist du? Hier.
Solche brauchen wir 4 Stück, aber die kann man jetzt zum Beispiel nur einzeln bauen. Wobei es hier auch toll wäre, wenn man gleich 4 Stück bauen könnte, ne? Weil man braucht ja für einen Schmelzer sowieso 4 Stück. Und für was anderes braucht man die Dinger ja nicht. Geht die eigentlich da rein? Nein. Na gut, dann muss ich sie einzeln herschleppen. So, währenddessen bitte achte drauf, dass du deine Dinger hier machst. Man hat ja echt so viel, ne? Was man machen kann und machen muss. Da vergisst man doch schon schneller mal die eine oder andere Sache. So, und Trichter Nummer 4. Das fehlt mir halt immer noch, ne, mit dem Zerlegen. Jetzt, wenn ich ganz durcheinander bin und schon wieder mich ablenken habe lassen von einigen Sachen und ich stelle dann jetzt halt zum Beispiel noch einen 5. Trichter her, den ich ja gar nicht mehr brauche, dass ich den dann eben auch wieder zerlegen kann. Das wäre gut. So, dann davon brauchen wir ja auch 4 Stück. Oh, habe ich so viel? Nein, habe ich nicht. Eins, zwei, drei. Dann holen wir mal noch ein bisschen Kupfer. Ein bisschen, was habe ich hier noch? Nehme ich da mal 10 weg, nehme ich da mal die 9 weg. Hätte ich auch da hinten bauen können, ne? Hätte ich eigentlich gar nicht rumschleppen brauchen. Hab da extra Werkbänke hingestellt, dass ich da auch basteln kann und dann schleppe ich das Zeug hin und her. Naja. Ich bin halt auch nicht der Gescheitste, gell? So, einmal. Aber könntet mal ruhig reinschreiben, ob es euch nicht genauso geht, dass ihr manchmal denkt, oh, das hätte ich viel einfacher machen können. So, eins noch, ne? Ja. Drei. Dann schau wegen deinem Bolzen, den hast du nämlich schon wieder vergessen. So, es fehlen glaube ich nur noch, oh, 5, okay. Dann brauchen wir, so, jetzt haben wir das und das. Was brauchen wir noch? Da habe ich jetzt wieder nicht drauf geschaut, ne? 12 Felsen, 4 Trichter, 4 Widerstände und eine erweiterte elektronische Karte. Ja, ist okay. Deswegen ist die nämlich auch hier. So, schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Genau, das, was ich immer nie will, das passiert. Bin ich jetzt richtig auf der Karte drauf mit meinem Pünktchen da und schon hebe ich die Kugel wieder hoch. Boah, vor allem die erweiterten elektronischen, also die nächste Stufe, ne? Die ist ja dann gleich noch heftiger, weil die braucht, glaube ich, 10 solche Dinger. Und noch eins. Zack. So. Da. So. Machen wir gleich wieder den nächsten Ding hier. Start. So, 12 Steine brauchen wir noch. Jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, da habe ich gar keine drin. Doch, sind Felsen drin? Na ja, klar, ich lasse die Maschine oben laufen. Deswegen. Dann tun wir mal die 13 raus. So, hier gleich wieder einen drauf. Und die anderen 12 hier rein. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass es die einschaltet. Achso, die muss ich ja eh einzeln rein. Die muss ich ja eh einzeln reinbauen. Vielleicht warte ich damit mit dem letzten Stein, bis ich den Motor fertig habe, weil umstellen möchte ich den Motor ja auch noch. So.
Da muss ich unbedingt nochmal welche vorbereiten. Gerade von den Kolben. Ich kann die bloß leider nirgends einlagern, ist das Problem, ne? Also die Kolben, die fliegen dann wieder irgendwo rum. Bekommt man nämlich nicht in eine Kugel rein, das habe ich schon probiert. So, aber wir können da hinten mal anreißen, den einen Motor. So, also verzeiht mir bitte jetzt das laute Getucker hier. Bist du gerade? Nee, irgendwie bin ich sehr zittrig heute. Das passt schon. Das passt schon. Obwohl du bist ja fertig, ne? Da ist nichts mehr drin. Dann kann ich doch dich mal ausschalten. Und dann kann ich hier den letzten Stein draufsetzen. Ja, okay, geht nicht an. Es geht erst an, wenn ich draufsetze. Das einzig Komische ist, dass wenn die Maschine fertig ist, dass die dann nicht abschaltet. So, tun wir das Aluminium hier drauf. Und dann würde ich nämlich sagen, dass ich dann später nochmal einen baue. Es sind nur noch zwei Bolzen, die fehlen. Zwei Kolben meine ich. Ah, nee, das Dingsbums da unten fehlt noch. Das da, glaube ich. Moment. Da haben wir alles. Ja doch. Das Ding hier müsste noch fehlen. Zwei Plastikeinrohre. Ah ja, gut. Weil ich gerade da unten dieses Blaue gesehen habe. So. Die Maschine ist aus. Da hinten müssen wir. Ach so, ja, da muss ich auch noch weitermachen. Könnt ihr laufen? Habe ich da eigentlich noch irgendwelche Samen drin gehabt? Nein. Die Paprika. Warte mal ganz kurz. Nimm mal erst eine raus. Dann kann die nämlich schon mal durchlaufen. Ich mache jetzt halt auch immer nur die Pflanzen, wenn ich, also die Bewässerung, wenn ich tatsächlich auch eine Pflanze habe zum Reinpacken. Da gehen anscheinend nur 6 Stück rein. Okay. Brauche ich ja ewig, bis ich das oben vollkriege. Okay, aber das macht ja nichts. Genau, bezüglich Kommentaren. Bei einem Kommentar hieß es, ich kann das wegbekommen, also diesen Bug, wenn ich quasi mich so hinstelle und hier dann einfach mit der linken Maustaste draufklick und dann soll dieser Bug verschwinden. Ich habe das probiert bei 3, 4 Kästen, mir wirklich den Finger wund geklickt, also das bringt überhaupt nichts. Ich habe es jetzt ja dann so gemacht, dass ich quasi alles mal abgefarmt habe und hier muss ich es noch machen, dann den Kasten noch mal aufgebaut habe, also neu gemacht habe, weil dann geht es ja wieder ganz normal rein, aber ich werde nichts mehr abernten. Also ich lasse jetzt immer die neuen Pflanzen mindestens drin und werde nichts mehr einzeln abernten. Da muss ich es dann auch noch ändern. Weil dann passiert es nämlich nicht. Wenn ich den Kasten jetzt dann einmal leer mache und dann die neuen Samen rein mache, dann passiert es nicht mehr mit diesem Bug. Hier muss ich es auch noch machen, weil da habe ich auch schon. So, bei manchen habe ich gelesen, die haben den Bug gar nicht. Vielleicht unterbewusst, dass dann immer der Kasten voll war oder leer war. Dann passiert es natürlich nicht, ne? So, Paprikas, ihr kommt hier rein. Dann könnt ihr nämlich wieder wachsen. So, da sind wir gleich wieder fertig. Dann können wir nämlich die nächste Wand dann gleich machen. Und hier machen wir natürlich gleich wieder. Na, rein damit. Anmachen. So, mitkommen. Ja, deswegen braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Strom, ne? Wegen den Zementmischern.
So, und dann noch die eine Wand und dann können wir hier nämlich eine zweite Maschine noch hinstellen. Und hier dazwischen würde ich eben gerne die Paletten hinstellen mit Kiesel, mit Sand und mit Ton. Die Fertigung selber werde ich hier lassen, weil das ist ja jetzt halt ideal aufgebaut und dann mache ich das ja eh so immer, dass ich das hier immer voll mache. Und dann kann ich das ja von dort aus rüber schleppen. Das ist ja dann kein Thema, weil das Ding steht ja dann gleich nicht mehr da. So. Dann Bäume, genau, muss ich auch noch schreddern. Okay, das Ding ist fertig. Das ist schön. Jetzt hast du bloß wieder die Kugel vergessen, ne? Also wenn es wieder gelb wird, der Strom, dann weiß ich, die sind fertig. Und dann können wir... Ach, warte mal, wir haben doch die 6 Stück, die wir jetzt brauchen, oder? Was ist denn die Kugel? Da ist eine Kugel. Können wir die 6 Stück hier gleich nehmen und dann da hinten fertig machen. Weil das wollte ich heute auf jeden Fall schaffen. So, einmal absetzen. Wunderbar. So, Kugel weg. Und dann hoffe ich mal, dass ich diesen Rohofen, ja, einmal drehen bitte. Das Dumme ist nur, ich komme da hinten nicht durch, ne, wenn das Ganze an der Wand steht. Dann muss ich immer um die Maschinen außen rumlaufen. Das ist ja dann auch blöd. Warte mal, wir gehen jetzt mal da hinten in die Ecke, da wo es grün wird. Bist du jetzt gerade? Nee, du stehst krumm. So, also, wo wirst du grün? Da wirst du grün. Dann gehen wir jetzt erst einmal ganz links, bis es rot wird. Und dann gehen wir nochmal einen Meter zurück. Da wird es rot, okay. Hier müsste es dann ungefähr passen. Hier müsste ich, glaube ich, noch durchlaufen können. Dann kommst du nämlich nochmal weg. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich das so jetzt hinbekomme. Ja, obwohl, ich kann es ja von der Seite anreißen. Ne? Na, du stehst schon richtig. Du musst aber... Boah, wie kann ich das sehen? Ah, hier so mit dem Fuß kann ich sehen, ne? So, und dann einfach ein Stück weiter auseinander. Mal gucken, ob das hinhaut. Display, bla bla. Display, bla bla. Nehmen, nehmen. So. Und hier müssen dann eben noch die Paletten hin. Für die Eimer. So, und da ist es ja egal. Da stelle ich das jetzt an die Maschine ran. Dann haben wir nämlich hier eine Palette, zum Beispiel mit Sand. Dann ein bisschen Abstand. Zum Beispiel die Kiesel. Und dann eben noch den Ton. Mir geht es bloß darum, dass ich dann hier... Okay, du kommst nicht durch. Muss weiter auseinander. Ich komme da nämlich nicht durch. Das Schöne ist, dass man das auch mit den Blueprints probieren kann. Ja. So, und jetzt gehen wir einfach ein Stück weiter. Ja, da kommt man dann durch. Ist jetzt auch egal, wenn das nicht genau steht. Hauptsache, dass ich hier durchkomme. Yep, und dann kann ich das nämlich wunderbar von hier aus die Maschine befüllen und die Maschine befüllen. Hier haben wir die Ausgabe, das heißt also, hier müssen Paletten her für die fertigen Zementsäcke. Da kann ich ja
mehrere hermachen, das ist ja egal. Dann kann ich ja dann hier 3-4 Stück herstellen. Ich kann ja das immer wieder in Produktion laufen lassen. Und sollte es notwendig sein, vielleicht einen Asphalt oder sowas und den dann da vorne hin. Weil ich, so viel Asphalt brauchen wir ja nicht mehr. Und solange ich den nicht verkaufen kann, wäre es auch ein Quatsch, wenn ich da dann noch mehr mache, als wir für den Parkplatz brauchen. Den werde ich sowieso mal nebenbei ausbauen. Weil ich glaube, das müssen wir nicht miteinander machen. Gut, dann soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Auch nicht von meinen anderen Let's Plays und angezockt. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.